Hallo und herzlich willkommen zurück zu LS15. Ich habe es mal wieder geschafft, eine Aufnahme zu machen. Ole, ole. Ich glaube, ich sitze übelst weit weg vom Mikro. Ich muss das mal ganz kurz umstellen. Sagt mal hallo, ihr zwei Irren. Hallo, ihr zwei Irren. Hi. Ja, die unbekannte Stimme, das ist der Florian. Ich glaube, ich habe das jetzt richtig noch im Kopf, ne? Genau, hast du richtig so. Der Florian ist nämlich zu uns gestoßen in LS15. Und jetzt werden wir erstmal ein bisschen mähen. Denn Raps gerade fertig. Ja. Endlich. Wundert euch nicht, wenn es gleich hell wird. Ich stelle die Zeit auf Tag. Und wir spielen... ich fange von unten her an. Wir spielen jetzt in Real-Life-Zeit, das heißt auf 1, ihr seht zwar gerade noch oben die 120 stehen, aber wie gesagt, wir machen es bloß gerade hell. Weil wir hauptsächlich abends halt zocken. So schaut aus. Ja, ansonsten, Jungs, ihr könnt. Ich war jetzt die letzten Tage ein bisschen inaktiv hier auf dem Server, ihr könnt mich jetzt mal kurz aufklären, was es so hübsches Neues gibt. Joa. Was haben wir denn Neues? Feld 103? Feld 9. Ich mache euch mal die Karte auf, da seht ihr das. Da steht jetzt jeweils überall Mais drauf. Wir haben auch wieder einen Gruber, weil man den ja braucht. Haben wir doch in der Forschung gehabt, den großen, oder? Nee, den haben wir vercheckt gehabt, wo wir die Maschinen geholt hatten. Ach stimmt, den hatte ich für meinen Mähdrescher draufgehen lassen. Ja, jetzt wissen wir wenigstens, wer der Schuldige war. Ja, stimmt, ja, nee, ich hatte den verkauft, gebe ich offen. Dann habe ich mich noch ein bisschen mit Obst und Bärbeln beschäftigt. Obst und Bärbeln? Bärbeln. Da ist, da steht jetzt auch ein bisschen mehr Obst und ein bisschen mehr Beere. Die auch wirklich sehr rentabel sind. Wenn du einfach mal einfügen drückst, da siehst du gestern die Einnahmen. Nee, hä? Wo sind denn die hin? Einfügen? 18.000, ja, ja, einfügen. Einfügen. Da rufst du die 18.894 nur durch Obst und Beeren. Und die sind ja noch nicht mal wirklich komplett ausgebaut. Obst und Beeren werden mir hier nicht angezeigt. Nein, das ist in den Einnahmen generell, Einnahmenernte. Achso. Da wurde nämlich, soweit ich weiß, nichts anderes weggefahren. Nein, deshalb. Wir hatten keinen Stroh, gar nichts gestern. Eben. Okay. Ja, gut. Ansonsten gibt's, glaube ich, nichts einmal Neues, hier die Linie gerade durchzimmern, das ist... Ich wollte gerade fragen, soll ich Strohablage eigentlich anmachen, aber... Das passt vor nicht allem, ganz. Vor allem, das hatten wir gerade eben erst noch so. Ja, weil mir das ja schon mal passiert ist, dass ich mich da aufgeregt habe, warum das nicht geht. Ja. Ja, ansonsten... Hackschütze, yay. Kann ich mal kurz... Kann ich mal kurz an meine Zuschauer richten. Gestern hätte eigentlich ja schon das Video kommen sollen. Ich habe es nicht geschafft. Ich bin in den letzten Tagen so im Stress, weil ich irgendwie hier zu Hause einen Haufen Termine habe. Da hatte ich ein bisschen Probleme mit den Freunden dieser Welt. Ja, ich sag bloß blau-weiß. Jetzt nichts Dramatisches, aber... Ja, die mal wieder? Ja, die waren gleich zweimal da in den letzten zwei Tagen. Mhm. Man hat ja sonst nichts zu tun. Ich gehe gerade auf 12, ist schon richtig. Ich gehe bei 7 nach 12 wieder auf 0. Das war und. Ja, lauter solche Sachen halt. Also ich muss nicht geknast oder so, also ihr braucht jetzt nichts Schlimmes denken. Klingt jetzt wahrscheinlich alles schlimmer als es ist, aber... Verdient hättest du es, ne? Ja, genau, klar. Hab ja bloß eine Tochter und eine Frau zu Hause. Ich gehe gerne in den Knast, kein Thema. Wobei, ja, nein, das wären mal auf jeden Fall ein paar Wochen lang Ruhe. Vor Geschrei vom Kind und so. Ich glaube, ich muss eine Tankstelle ausrauben gehen. Ah. Okay. Wollen wir das mal besprechen, wie du das genau machst? Ja, also ich bin dann derjenige, der die Shell in so einem Haus ausgeraubt hat. Ja, also einfach zu mir dann schicken, das passt schon.
Möchtest du nicht noch genau schildern, wie das passiert ist dann, damit die Leute auch genau wissen, dass du das warst und nicht jemand anders? Wie kommst du da rein? Ich gehe da rein, heb dir meinen Finger vor das Gesicht und sag ich, das ist ein bewaffneter Raubüberfall, nein. Kohle ran jetzt. Ich bin geblockt. Was? Na, ich hab zu spät gebremst, ich geh ihn doch noch eine Stunde vor. Achso. Ja, und dann hat er die Kohle rauszurücken, ansonsten erschieße ich ihn mit meinem Finger oder so. Keine Ahnung. Vor allem mit dem Finger. Ja, klar. Also immerhin für Mord, ja, da gehe ich auf jeden Fall ein bisschen länger weg. Ey, das sind Jahre, damit habe ich erst wieder damit zu tun, wenn die schon volljährig ist. Da geht das wieder, ne? Ja. So, nee, wir haben jetzt 9 nach. Scheiße, ich muss noch 2 Minuten vorpegeln. Und sie kann immer behaupten, ihr Vater ist der Härteste. Der hockt im Knast. Ja. Der bückt sich in der Dusche, ne? Nee, ganz bestimmt nicht. Komm, sei ehrlich. Nee. Du brauchst nicht immer von deinen Erfahrungen reden. Ah, scheiße, bin ich schon wieder aufgefallen. Kann auch nichts dafür, dass du beim Fußballtraining als Jugendlicher von deinem Trainer vergewaltigt wurdest in der Dusche. Das ist lustig, da ich nie wirklich Fußball gezockt habe. Das was? Da ich früher nie wirklich Fußball gezockt habe. Das ist mir klar, das ist aber ja egal. Das, ja, du verstehst. Ah, mein ja. Gehirn ist heute Matsche, Alter. Ich bin heute den ganzen Tag nur rumgehetzt. Ja, was machst du sowas auch? Ja, meine Tochter hatte dazu dann auch noch ein Langzeit-EKG jetzt die Tage dran und da ist das alles so ein bisschen problematisch gewesen. Ja, das hat mir schon mal erzählt gehabt mit dem Langzeit-EKG. Ja, ja. Ja, mein Fernkursus wurde jetzt auch abgelehnt, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, gell? Oh, wie kommt? Was hast du angewiesen gehabt? Ich gar nichts, die Arge muss Geld sparen, deswegen. War die offizielle Aussage, kein Scheiß. Und da wären 3.000 Euro für meinen Fernkurs nicht drin. Nur, dass ich danach wieder vernünftig arbeiten könnte, ja, das ist ja dann eine andere Geschichte. Da hat er auf mich, da halt das Geilste, ne, also ich kann jetzt mal so ein bisschen herausplaudern und so, ich sag jetzt auch keine Namen und so. Arbeitslos sein ist eigentlich eine große Komödie, die sich aber ein bisschen verärgern lässt. Weil er sagte dann im gleichen Atemzug, ich wäre ja noch nicht lange aus meinem Beruf heraus, also arbeitslos, dass man sowas auch finanzieren könnte, selbst wenn sie das Geld hätten, ne? Hm. Da habe ich gesagt, ja, kann ja sein, ist ja richtig. Da kommen wir aber wieder an den Punkt, ich bin für meinen Job, für den ich gelernt habe, arbeitsunfähig geschrieben. Was soll ich denn machen? Naja, es gibt doch noch genügend Helferjobs, ja. So, da musste ich erst mal laut anfangen zu lachen. Da habe ich zu ihm gesagt, pass mal auf, ich habe eine kleine Tochter zu Hause, ja. Die will vielleicht auch mal irgendwie was geboten bekommen. Sie glauben doch nicht tatsächlich, dass ich für einen Mindestlohn von 8,50 Euro mein Leben lang jetzt schuften gehe, ja, mir den Arsch aufreiße für irgendwelche Zeitarbeitsfirmen als dummer Helfer. Ja, aber das müssen wir mal gucken und ich soll jetzt wahrscheinlich in Reha oder Kur gehen. Ja, weil es könnte ja sein, dass ich danach wieder arbeiten gehen könnte auf meinem Beruf. Da habe ich gesagt, ja genau, sicher. So was Dummes, ey, ohne Scheiß. Die haben die Weisheit auch mit Löffeln gefressen bei dir, echt, ey. Er hat schon gesagt, wenn die mir mit Kur oder Reha ankommen, hier, da gehe ich zu meinem Anwalt, dagegen werde ich klagen, weil das Ding ist nämlich so sinnlos und sinnbefreit, ja. Und ich fahre nicht für Wochen von meiner Familie weg, nur weil die sich erhoffen, dass sie keine Kohle für mich ausgeben müssen. Das Geile an der Sache ist, jetzt kommt nämlich der Oberwitz an der ganzen Geschichte, die Reha bzw. Kur würde das Arbeitsamt auch zahlen, ne? Ja, aber da würden die jetzt, wahrscheinlich sogar noch Zuschüsse von der Krankenkasse kriegen. Jetzt passe, uff, ja, die Krankenkasse zahlt 40%. Eben. Die Reha würde für das Arbeitsamt, die 60%, die das Arbeitsamt bezahlen müsste, wären schon gut 2.500, die dann trotzdem noch drauflegen müssten. Und wenn ich in Kur gehe, wäre das sogar über 3.000 Euro. Da frage ich mich, was ist jetzt sinnvoller? Mich in Reha oder Kur zu stecken, in der Hoffnung, dass ich in meinen alten Beruf kann, oder mich einfach einen neuen erlernen lassen für 3.000? Mach mal Röhrchen raus. Ja, warte, ich fahre hier noch die Ecke noch weg, dann fahre ich dir Röhrchen raus. Also
Leute, ich wünsche es keinem, Hartz IV zu kriegen oder so, ja, aber weil es hat alles seine Vor- und Nachteile, ja, du hast immer was zu lachen bei dem Verein da hinten, ey. Ja, Geiz, das war wenigstens etwas. Geilste ist ja, jetzt habe ich einen Brief bekommen, ich soll die Firmen vom Elterngeld und Kindergeld die Bescheinigungen hinterbringen. Hab ich gemacht, ne? Da meint die, das würde ja irgendwas nicht dran stimmen, weil ich ja mein Kindergeld für die Kleine erst ab nächsten Monat bekomme. Ja, weil das jetzt erst fertig mit bearbeiten und so, das kann bei Kindergeld öfters mal ein bisschen länger dauern. Ja, das ist nicht bekannt. Oh, sie hätte das jetzt ja, dann müssten sie ja jetzt nachzahlen, weil sie hat das ja schon lange durchgerechnet gehabt und mit eingefügt. Da habe ich gesagt, wie können sie das einfügen, wenn sie von mir das Schreiben noch gar nicht haben? Ja, ich habe halt das schon mal in weiser Voraussicht gemacht. Ich so, weise Voraussicht? Dumm gelaufen, würde ich sagen. Bisschen falsch vorausgesehen. Vor allem weise. Ja, wenn du Langeweile kriegst beim Abladen, kannst du ja zwischendurch schon mit dem Sehen anfangen. Was auch immer wir da draufwerfen. Was haben wir denn jetzt? Ja, Gerste würde ich als nächstes dann nochmal vorschlagen, ne? Durchaus. Weizen haben wir nämlich am meisten. Da würde Gerste am sinnvollsten sein. Oder du haust gleich nochmal Raps drauf. Weil bei Raps kommt nicht viel raus. Ja, das ist halt die Frage. Aber doppelt auf ein Feld dasselbe, das hatten wir schon mal, dass das dann weniger wird. Das und haben wir genau getestet, haben wir es nicht. Nee, aber es ist uns so vorgekommen. Ja, das stimmt. Ja, dann würde ich Gerste draufhauen erstmal. Danach vielleicht nochmal Raps. Je nachdem, ob vielleicht Angebote kommen vom Weizen oder so. Ich glaube, der fährt jetzt erstmal zu dir. Der ist, glaube ich, erstmal beschäftigt mit Hin- und Her-Tuckern. Ich habe erst 77%. Ich werde mal bei dir sein. So, ich tappe mal ganz kurz aus dem Spiel. Ich habe nicht keine Ahnung, wie lange wir aufnehmen. Noch vier drei Minütchen noch. Das heißt, 13.18 Uhr ist dann Feierabend. Das ist jetzt cool, weil dadurch, dass Real-Life-Zeit läuft, kann ich mir da oben die Zeit einfach merken. Das habe ich auch gemerkt bei Aufnahme. Ich guck gar nicht mehr, ich guck auf die Zeit. Beste ist natürlich, wenn du es schaffst, oben zu gucken. Okay, jetzt ist es Punkt. Und dann kannst du loslegen. Ja. Was ich wieder sehr mysteriös finde, ist das bisschen Raps, was hier vorne wieder nicht gewachsen ist, obwohl ich ja eigentlich sogar noch 12 Stunden weitergezogen bin. Ja, das Problem hat man aber schon öfter, ne? Ja. Wir dürften übrigens jetzt auch, wenn wir nicht die ganze Zeit zu dritt sind, auf dem Pensum sein, dass wir über die Felder eigentlich immer was zu tun haben müssten. Okay. Vorausgesetzt, man baut auch zwischendurch mal Mais an und so ein Spielchen. Ja, klar. Ja, ich meine, nächstes Ziel wäre dann tatsächlich Kartoffeln und Rüben und den Kram, dass man das auch mal anbauen könnte. Was sagst du? Und der Rest? Hab ich ja schon länger vorgeschlagen gehabt. Du erinnerst dich. Können wir nämlich den Rest auch mal abernten. Und Abfahrt. Den wir da nämlich noch rumstehen haben. Ja, da ist noch einiges über, deswegen würde wahrscheinlich Sinn machen. Kostet halt zwar ein bisschen was, müssen wir investieren, aber hilft ja nichts. Das Lachen, da gehe ich jetzt mal von aus, dass die nächsten Tage wirklich viel über Obst und Beeren reinkommt. Werden es ja sehen. Ja, wie gesagt, die 18 waren und das ist ja noch nicht mal wirklich viel ausgebaut. Ich meine, ich bin da jetzt ein bisschen sparsam. Ich gucke, dass ich nur das, was reinkommt, dafür irgendwie nutze teilweise. Ja gut, wie gesagt, wir werden es ja sehen, was passiert, ne? Einfach mal gucken. Vor allem einen leistungsstärkeren Träger. Ja, darüber beschwere ich mich schon von Anfang an. Ja, ich hab ihn soweit gekriegt die letzten Tage. Nö, gar nicht wahr, das habe ich ja vorhin selber gesagt. Ja, aber nur weil du den Grubber hinter dir hattest. Ja. Ohne Scheiß. Ja gut, aber wir sind schon wieder am Ende der Folge angekommen. Das heißt für euch, denkt immer schön dran zu liken, kommentieren, bewerten, bla 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 bla, ihr kennt das Spiel. Und ich erwähne es bloß alle 100. Videos irgendwie, mir fällt es bloß gerade ein. Schaut auch mal bei Twitter vorbei. @juvanushd ist da allerdings noch der Accountname. Da findet ihr mich und da könnt ihr auch mit mir texten und so. Und da tue ich auch ab und zu mal ein paar Infos so rausploppen lassen. Deswegen. Schaut auch beim Crack vorbei.
Flo hat, glaube ich, keinen YouTube-Channel. Nein. Und wir sehen uns in diesem Fall beim nächsten Video. Haut raus. Ciao.